Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans. Ich bin heute beim Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich, kurz ABÖ. Und ich muss schon sagen, über den Winter bin ich ein bisschen eingerostet. Deswegen bin ich heute hier. Ich bin hier bei so einem Aufwärmtraining, aber auch gleichzeitig einem Dynamiktraining. Das ist vollkommen neu im ABÖ-Programm. Ich würde sagen, ihr begleitet mich einfach mal durch meinen Tag. Ich bin schon gespannt. Im Hintergrund höre ich schon eine Maschine warm laufen, weil es geht anscheinend heute los mit Wheelies. Also bleibt's dran. So, jetzt sind wir hier fertig mit dem Dynamiktraining beim ABÖ. Ich habe neben mir den Verantwortlichen dafür, Daniel Lindinger. Servus Daniel. Hallo, servus. Und wir müssen mal, bevor wir jetzt aufs Training zu sprechen kommen, die Wheelies vom Anfang kurz erwähnen. Die sind beim Training nicht dabei. Wenn man es will, kann man es bei einem Wheelie-Training dazu buchen, hast du gesagt? Genau, also es gibt die Möglichkeit, ein Wheelie-Training zu buchen als Individualtraining. Dann schneidet man ein Training für die Person zu. Egal ob eine Einheit, zwei Einheiten, vier Einheiten, fünf Einheiten und egal ob eine Person, zwei Personen, drei Personen oder vier Personen. Das heißt, auch wenn eine Gruppe von Personen vorbeikommen möchte, um das Hinterfahren zu lernen, können die anfragen, wir schneiden was zu und dann gibt es maßgeschneiderte Willi-Trainings. Ja. Und wie ihr dann auch schon auf den Aufnahmen gesehen habt, ich glaube, da kann man sagen, bist du der Richtige dafür. Ich bin ja nur sozusagen Beifahrer gewesen, das war schon sehr beeindruckend. Erzähl uns das, woher kannst du das, was ist da dein Background? Was ich sagen muss, danke fürs Beifahren, weil das Beifahren war wirklich super. Du hast es gut gemacht, ja. Das ist mal das Erste. Zweitens habe ich 2012 begonnen zum Hinterradfahren. Warum? Weil alles in der Umgebung Wien habe ich mit einem normalen Motor gekannt. Das war irgendwann keine Herausforderung mehr. Und dann habe ich eine neue Herausforderung gesucht. Und in der Fahrschulbranche habe ich dann den Stefan Brokisch kennengelernt, ein Wiener Streetrocker, und habe dann mit den Wiener Streetrockers zum Stuntfahren angefangen. Super, noch kurz, bevor wir jetzt wirklich aufs Dynamik-Training zu sprechen kommen. Was ist das für eine Maschine? Ist ja alles abgebaut, da erkennt man nichts mehr. Ja, das ist ein Honda CBR 600F Sport, also ein BC35, ja, mit einem kompletten Stuntumbau. Also das Motorrad kann man ja normal straßenzugelassen erwerben und dann kann man so ziemlich alle Teile im Zubehörhandel in Polen, Amerika oder auch in Deutschland erwerben. Sowohl den Crash Cage, den Sub Cage, die Willibar, die zweite Hinterradbremse, den Radiator Cage, andere Lenker. Und so weiter und so fort. Ja. Also ihr merkt, es ist ein beeindruckender Umbau, wenn ihr es nachbauen wollt. Jetzt habt ihr die Anleitung. Aber kommen wir jetzt mal wirklich aufs Training zu sprechen. Wir haben heute das Dynamiktraining gemacht. Das ist jetzt Level 3 von euren 4 Leveln. Erklär uns mal was drüber. Die Level, die habt ihr jetzt recht neu eingeführt bzw. erweitert. Genau, also wir haben jetzt ein Motorrad-Grundkonzept erstellt. Level 1 ist alles Gesetzliche. Das heißt, die normale Mehrphasenausbildung, nachdem man den Führerschein bekommen hat, eine Perfektionsfahrt, die man auch nach dem Führerschein machen muss, in weiterer Folge auch den Code 111, also die 125er Praxis und auch die Aufschulungspraxis von A1 auf A2 oder von A2 auf A-Groß. Im Level 2, das ist dann das Weiterführende, ist es quasi ein Warm-up-Training. Das ist schon zugeschnitten für Leute, die Erfahrungen schon gesammelt haben, beziehungsweise für Leute, die länger nicht gefahren sind oder sich nach dem Winter einfach wieder ein bisschen eingrooven wollen in das Ganze. Und das Dynamiktraining, das wir heute gefahren sind, ist schon Level 3. Da geht es darum, dass wirklich die Basis schon gut gefestigt und vorhanden ist. Also man weiß, was der Richtungsblick ist, man weiß, wo man einen Lenkpunkt setzt, man weiß, wie man das Fahrzeug bedient, wie man die Bremsdrücke aufbaut und so weiter. Und ab dem setzen wir dann an und gehen halt einen Schritt weiter und fahren halt wirklich da dynamisch um den Rundkurs. Und dann kommt noch Level 4 drüber. Erklär es auch nochmal kurz, dass wir es komplett abgedeckt haben. Ja, Level 4 ist dann eben das Willi-Training bzw. auch ein Schräglagentraining. Beim Willi-Training ist es so Individualbasis, auch Schräglagentraining momentan Individualbasis. Eventuell kommt das Willi-Training als fixfertiges Kursangebot, aber das steht noch in den Sternen. Okay, und man muss auch dazu sagen, noch ist es nicht verfügbar, das Training, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also ich war da schon einer der Ersten, der das heute für euch testen durfte, aber wann startet es circa? Also die Termine sind intern schon reserviert und fixiert.
Ja, voraussichtlich Mitte April, Anfang Mai. Warum? Wir brauchen einfach eine gewisse Asphalttemperatur, dass der Reifen sich vernünftig verzahnt und dass man da auch wirklich Schräglagen bremsen kann, Highspeed bremsen kann und einfach diese ganzen Punkte absolviert mit einer gewissen Sicherheit im Hintergrund. Apropos verzahnt, das sprichst du gut an. Also ihr braucht nicht glauben, dass ihr einfach nur herkommt und dann mächtig Gas gibt, sondern auch ich habe heute die Schulbank wieder gedrückt, habe ein paar mathematische, weiß ich, Zeichen, Zahlen, wie man es auch immer nennt, Mühe und sowas gehört wieder. Das war ein bisschen ein Flashback in die Schule, aber ich sage es euch, das lohnt sich. Jeder glaubt immer, er ist der Held der Motorrad, jeder weiß alles über das Motorradfahren. Na, ich meine, auch wenn man erfahren ist, so ein bisschen Auffrischung, so ein bisschen Theorie schadet nie, sage ich mal. Und was ich auch bei eurem Kursangebot cool finde, ihr müsst nicht, sagen wir, 1 und 2 machen, Level 1 und Level 2, dass ihr Level 3 machen könnt, ihr könnt direkt einsteigen. Genau so ist es. Also wir haben das so gestaltet, dass man jederzeit in jedes Level einsteigen kann. Es ist kein verpflichtender Besuch vom Level 1, Level 2, dass man Level 3 absolvieren kann. Also wenn man der Meinung ist, ja, ich habe das Motor gut im Griff, ich kenne meine Linien, ich weiß, wie alles funktioniert, ich fühle mich gut sicher am Motorrad, dann kann man sofort auch in Level 3 ins Dynamiktraining einsteigen. Weil du es gerade gesagt hast, aber auch was lernt. Es ist so, trainieren und üben und wiederholen kann nie durch Wissen ersetzt werden, weil man einfach Automatismen prägen muss. Ja? Aber es ist vielleicht nicht schlecht, dass man die Grundlage der Physik im Hintergrund versteht, wie sich ein Reifen verzahnt, warum sich ein Reifen verzahnt oder eben auch nicht. Genau. Also verzahnt oder... Training, ich freue mich, dass ich da sein habe dürfen. Vielen Dank, Daniel. Ich verdanke. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Wie gesagt, ich kann es euch empfehlen beim ABO. Wir sind hier in Wien. Ihr habt zwar noch Standpunkte in Graz und Salzburg, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau, in Salzburg, in Straßwalchen haben wir noch einen Standort. Und in der Steiermark, bei Graz, Gleisdorf, Ludersdorf haben wir ein weiteres Fahrtechnikzentrum. Ja. Und werden die Kurse dort auch angeboten oder ist das ein Wien-Exklusiv? Momentan ist es nur Wien zugeschneidert. Ob es ausgerollt wird auf ganz Österreich, auch das steht noch in den Sternen. In Wien ist es auf jeden Fall verfügbar. Okay, die Preise, die finden Sie auf der Website. Die Website werden wir euch natürlich unten verlinken. Instagram-Account, hast du mir vorhin gesagt, habt ihr jetzt auch neu, wie lautet der? Genau, unter Arboe, Fahrsicherheit, kann man uns folgen. Da sind gelegentlich Fotos vom Hinterradfahren, beziehungsweise Fotos von der Schleuderplatte, von Wasserhindernissen, also von den ganzen Sachen, die wir da tagtäglich machen. Wunderbar. Unser Instagram-Account könnt ihr natürlich auch abonnieren, dass ich es rausbekomme. YouTube selbstverständlich auch abonnieren. Gibt es im Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ja, wenn ihr Fragen habt, Kommentare stehen auch zur Verfügung. Ich schaue mal ein bisschen durch, schaue, ob ich was beantworten kann. Notfalls rufe ich den Daniel an und frage noch ein bisschen was. Aber sonst bedanke ich mich fürs Zuschauen. Kommt vorbei, es lohnt sich wirklich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, servus. Baba, danke.